Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zum Weihnachtsspecial. Heute gibt's eine einstündige Live-Session hier in Call of Duty Black Ops 3 und erstmal gibt's eine ganz gediegene Runde Waffenspiel auf Fringe. Das ist auch meine allererste Partie des Tages und meine allererste Runde Waffenspiel überhaupt im BO3. Aber ich dachte mir, komm, zum Aufwärmen ist es doch ganz gut und mich hat auch so ein bisschen die Live-Session von Marcel inspiriert, jetzt hier das Video überhaupt aufzunehmen, auch jetzt hier den Modus kurz zu spielen. Sah auf jeden Fall richtig spaßig aus, aber nur am Ende kommen irgendwie die Fäuste und da muss man irgendwie zwei Hits den Gegner verpassen. Ist so ein bisschen belastend, aber oh, hinter mir noch einer. Shit, Alter. So, mal gucken, ob wir den ersten noch einholen können. Der hat 7 Kills schon. Okay, einer ist hier top red. Bleib stehen, Bro. Okay, nice. Wo spawnt der? Kommt der hier reingelaufen? Oh, shit. Kommt jetzt 100 pro hochgesprungen, oder? Däger. Gegner. Ah, die laufen alle in eine andere Richtung. Ich habe jetzt hier eine Pistole. Ist ein bisschen belastend, die auf die Range zu holen. Jawohl. Nice. So, okay, LK ist schon ein bisschen besser. Ich werde natürlich Leute die Modi abwechseln bei dieser Live-Session. Also jetzt nicht die ganze Zeit Waffenspiel spielen, um Gottes Willen. Ich werde auch ein bisschen Herrschaft zocken, dann vielleicht noch eine Runde Liga oder so zum Abwechseln. Ja, damit einfach für jeden etwas dabei ist. Das muss man ein bisschen abgeben. Ah, oh, Hitmarker mit Schalldämpfer, belastend. So, der erste hat schon 10 Kills mehr als ich, ey. Fuck, Digga. War ich denn los hier? Komm, jetzt machen wir den Buzzer-Mode an. Muss mich noch ein bisschen einspielen. Ich bin so ein Spieler, ich brauche mal so ein bisschen, bis ich aufgewärmt bin. Okay, Glück gehabt. Hat verfehlt am Anfang. Nice. Fresh. Oh, oh Gott, was geht hier ab, Digga? Okay, jetzt habe ich ein bisschen aufgeholt. Hier ist niemand außen, oder? Doch. Nice. Oh, die HVK ist auch eine richtig gute Waffe, Leute. Nice. Okay, jetzt haben wir eine Macht. Das ist mein Element. Schön. Nice. Oh, jetzt gehen wir aber ab, Mann. Gnadenlos. Fresh. Die Gorgon ist auch so eine kranke Waffe. Das ist nicht mehr normal, Leute. Ohne Mist, ey. Kommt er hier? Challenge der mich? Ah, voll. Sniper. Oh nein, oh, wäre der Schuss gesessen. Das wäre richtig sick gewesen. Okay, 2 Kills bin ich nur noch hinten. Komm, das schaffen wir noch, Leute. Nein. Ah, das ist belastend auf die Range. Nein. Fuck, nein. Digga, er braucht nur noch einen Kill. Shit, Leute, jetzt müssen wir uns echt beeilen. Vor allem mit Sniper ist nicht so einfach. In der Beta war das Snipen sogar noch schwerer. Da habe ich sogar richtig viel gesniped. Nein. Jetzt. Oh Gott, das ist genau der erste gewesen. Das war ein Big Kill. Oh, nice. Der Boxkampf. Nein, nein, nein. Er war genau neben mir. Nein. Ich hätte ihn töten müssen. Fuck, ich hätte es doch fast geschafft, Digga. Shit, Leute, Mann! Egal. Zweiter sind wir geworden, aber wir sind auch reingejoint. Ich glaube, wir hätten es locker gewonnen. Fuck! Oh, ist das bitter, ey. Ist fast noch geschafft, Digga. Oh, ja. Egal, Leute. Zocken wir eine Runde Herrschaft. Auf jeden Fall, ich wünsche euch erstmal richtig, richtig frohe Weihnachten. Verbringt die Zeit mit euren Liebsten, mit der Familie. Das ist echt das Wichtigste an dem Tag. Ich freue mich persönlich auch übelst auf das Essen. Bei uns gibt's gleich so eine geile russische Torte. Ich habe noch nie so das R gerollt. Torte. Oi, oi. Die heißt Napoleon, könnt ihr ja mal googeln. Die ist richtig sick, Alter, ohne Scheiß, Leute. Hausgemacht natürlich von meiner Mom. Und ja, was gibt's bei uns noch? Ente und so, das ist jetzt nicht mehr so besonders. Ich freue mich einfach auf die Torte. Und ja, Leute, ich habe mich übrigens übelst über diese Geste gefreut von meiner Mom. Die hat nämlich den Bravo-Artikel von Marcel mir aufgehangen, den sieht man da.
Richtig nice, Alter. Als ich nach Hause gekommen bin, ich war total ja, glücklich darüber, über diese Geste und noch den silbernen Play-Button für die 100.000. Jetzt sind wir ja schon fast 650.000, Alter. Es ist krank, wie schnell die Zeit vergeht. Und sowas, finde ich, hat einfach viel, viel mehr Wert als irgendwie etwas Materielles oder so. Klar, als kleines Kind hat man sich immer irgendwie so eine PlayStation oder so zu Weihnachten gewünscht. Das war natürlich auch richtig sick. Kann man nicht bestreiten. Aber wenn man so ein bisschen ins Alter kommt, ich rede schon so, als ob ich irgendwie 30 wäre oder so. Aber jetzt bin ich in 3 Tagen 19. Da ist eigentlich nicht mehr so wichtig. Über sowas freut man sich echt übelst. So, zocken wir jetzt nochmal Fringe, diesmal Herrschaft. Boah, da habe ich richtig Bock drauf, Alter. Das ist eine richtig geile Map, Alter, für 6 gegen 6. Was zockt man denn? Blitzschlag, Geist, Orbi, welche Klasse? M8 will ich jetzt nicht unbedingt spielen. Die habe ich schon so oft jetzt gezeigt bei meinen Gameplays. Zocken wir mal die XR2. Ich musste übrigens letztens lachen, Leute, über einen Kommentar. Da hat einer geschrieben, dass ich viel schlechter geworden bin als früher. Ich bin aber im Gegenteil noch viel, viel besser als früher geworden. Vor allem mein Aim, ihr müsst euch vorstellen, wenn man die ganze Zeit gegen richtig gute Gegner spielt, sprich Competitive, dann muss man auch sein Aim anpassen, nochmal verbessern. Und ja, ich bin auf jeden Fall noch viel, viel besser vom Gunskill und so. Und ich lade auch immer noch gute Public Gameplays hoch. So ist es nicht. Aber ich verbringe halt jetzt nicht mehr so viel Zeit jeden Tag, dass ich jetzt die ganze Zeit Lobbys und so suche und die absoluten Kacknoobs und irgendwie eine Double Triple Nuklear oder so zu machen. Werde ich vielleicht auch mal demnächst wieder versuchen, aber jetzt ist es einfach nicht so nötig. Ohne Scheiß, Leute, achtet einfach so auf geiles Aim und so bei den Gameplays und so. Ich habe zum Beispiel letztens die 2 Nuklears da hochgeladen in einem Video und da war so ein geiles Aim am Start, ohne Scheiß. Man sollte sich eigentlich nicht selbst loben, aber das war schon echt richtig sick und das, ja, finde ich einfach am ansehnlichsten bei Gameplays. So. Es hat einfach viel mehr Wert, Leute, irgendwie so eine 40 oder 50 Bomb gegen, keine Ahnung, Scamp oder so zu machen, als eine Triple Nuclear Public. Wisst ihr, was ich meine? Oh, hier ist kein Gegner. Lol, wo sind die hin, Alter? Sind direkt die Spawns geflippt. Holy shit. Okay, komm, dann können wir Ziel sichern. XR2 ist auch eine richtig geile Burstwaffe, Leute, die ist vor allem auf LAN so gut. Allgemein auf LAN fühlt sich das Spiel so ein bisschen anders an. Was heißt anders, aber einfach besser. Wenn du da übelst gutes Aim am Start hast und so und immer First Shot, dann stirbst du eigentlich auch nicht in der Regel. Klar, ab und zu wird man trotzdem gebullshittet, aber das ist einfach Call of Duty. Und ich habe den einen Ausgang gerade nicht gefunden, Mann. Hat mich geflasht. Jetzt werde ich vielleicht noch entkommen. Warum flanken wir trotzdem die Gegner mal? Oh, schön One Burst. Zum Beispiel die ECR ist auch richtig, richtig krass auf LAN. Public schlucken die Gegner manchmal von der Waffe. Oh mein Gott, hat der kassiert. Da ist noch einer. Gucken, ob ich vielleicht einen Streak aufbauen kann. Ich werde natürlich versuchen, Leute möglichst gut zu spielen bei dem Video nebenbei. Aber ich möchte halt auch so ein paar Themen ansprechen bei dem Video nebenbei. So ein gechilltes Einstieg, das Commentary quasi und nebenbei halt zocken. Sprich, wie zum Beispiel das Jahr 2015 für mich war. Oder apropos LAN, wie zum Beispiel das Turnier in Frankreich war und solche Sachen und so. Weil 2015 war echt einfach ein übelst krankes und erlebnisreiches Jahr. Das ist echt nicht mehr normal. Ich glaube, am Anfang hatte ich 300.000 Abonnenten im Januar und jetzt ja einfach noch das Doppelte einfach. Das ist schon sick. Im Schnitt, ich glaube, jeden Tag 1.000 Abos gemacht. Das ist echt schon übelst, übelst nice, Leute. Und das ist einfach so mein größter Wunsch auch fürs Jahr 2016. Dass es so weitergeht, dass ihr weiterhin so aktiv bleibt. Und dann knacken wir auf jeden Fall auch die 1 Million. Allgemein 2016 werden richtig viele YouTuber, also auch meine YouTube-Kollegen, die 1 Mille knacken. Sprich Marcel, Monte, KS-Freak, Red. Oh, noch einer Top Red. Fuck, Digga. Shit. Muss ein bisschen vorsichtiger spielen. Ich habe hier als Spezialistenfähigkeit übrigens Todbringer dabei. Ich hätte eigentlich Kampffokus mitnehmen sollen. Nee, dann hätte ich vielleicht schon mein Orbi gehabt. Oh! Okay. Aber mein Aim geht eigentlich auf jeden Fall klar für die ersten Runden. Kommt Team Etolien. Nein. Oh nein! Ah! Digga! Es kommt mir irgendwie so vor, als ob immer mindestens 2 Gegner auf einem Fleck sind. Wenn man einen holt, dann ist 100 pro noch ein anderer in der Nähe. Ein Boost wird, ja. Boah, hätte mich fast noch outgunnt, Digga.
Not bad. Wir verlieren Alpha. Oh, schade. Schon wieder, Leute. Immer so zwei, drei auf einem Fleck, Alter. Ich will noch ins Haus. Nice. Einer kommt jetzt hier 100 Pro in die Scheune. Das ist so ein Gag, Leute, bei uns im Pro-Team. Ich habe nämlich einmal mitten so im Game mit so übelst russischen Akzent Scheune ausgesprochen. Ich habe so gesagt, Jungs, einer ist Scheune. Oh, Mann. Oh, er hat zwei Bursts geschluckt. Okay, mich hat sowieso noch der andere von hinten geholt. Digga, man muss hier echt ein bisschen defensiver spielen. Eieiei, schon wieder zwei auf einmal. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ich komm. Ich spiele jetzt ein bisschen klüger einfach, Leute. Ah, genau, das sind so easy kills. Genau die muss man sammeln. Okay, noch ist es bekommen für den dritten. Oh, noch einer, Leute. Wo ist der hin? Ah, da war noch einer in der Ecke. Nice. Boah. Aber das Aim ist auf jeden Fall richtig nice bis jetzt. 25,8. Läuft. Ich glaube, ich mache mir jetzt Musik nebenbei an. Ich werde übrigens das Video, Leute, nicht mit einem Beat oder so hinterlegen. Ihr könnt einfach eure eigene Musik nebenbei anmachen. Sprich von... Keine Ahnung, Leute, was ihr so hört. Von Kid Ink, Justin Bieber oder so. Ich gönne jetzt einfach hier die Charts, die deutschen. Auf Platz 1 Light It Up. Das ist ein geiles Lied, Alter. Dann auf Platz 2 direkt Love Yourself von JB. Ohne Mist, Alter. Justin Bieber ist bester Mann, ey. Ich feiere die Musik von ihm. Früher nicht so, aber mittlerweile sind die Tracks echt richtig geil. Von früher feiere ich zum Beispiel noch Boyfriend. Das ist auch ein geiles Lied. Grüße an Marcel hier an der Stelle. Oh! Das haben wir immer in Köln im Auto gehört. Was ist der für eine Waffe? Faro mit Rotpunkt. Okay, einer ist schon bei uns ins rote Haus. Vielleicht kommt er da jetzt raus, ja. Nein, er geht ins Haus wieder rein. Okay, komm, scheiß auf den, oder? Kam der jetzt raus? Ah, ich dachte schon, ich habe Timing kassiert. Okay. So, Digga, Teammate. Lauf doch! Oh. Blitzschlag. Okay, komm. Hauen wir mal den Blitz hier raus. Digga, man sieht so wenig Gegner auf dem Radar. Oh mein Gott, fast gestorben. Muss mal gucken. Digga, man muss hier übelst schwitzen gerade für seine Streaks. Holy shit. Nice. Geist. Komm. Erreichen wir jetzt noch einen Orbi. Nice. Okay, Leute, komm, jetzt können wir ein bisschen pushen. Gegner scheinen nicht allzu schlecht zu sein. Oh, bin ich. Nice, Alter. Boah. Das wäre echt kritisch geworden ohne Sense jetzt. Digga. Es geht hier ab, Mann. Mit dem Donnergrollen. Holy shit, ey. Komm, ich will den holen von Sheen. Oh, Digga. Nein. Aufpassen jetzt, nicht blöd sterben. Vielleicht kann ich auf Streak bleiben. Das ist fresh. Ist der down, der Gegner? Oh, ich hab ihn echt noch gestealt, ey. Komm, hier die Flagge noch. Oh, ich hab wieder einen Blitzy. Einer ist hier außen noch gespawnt. Vielleicht springt er aufs Dach oder so. Ah, Teammate, holt er ihn? Kommt, Teammate. Oh, da ist noch einer gewesen, Leute. Er macht 360 aus dem Fenster, Mann. Ich bin kurz vor dem nächsten V-Set. Ah, die Herrschaftspunkte laufen nicht ganz so gut. Ist hier, er macht da 7. Komm, ich auch mal auf. Auch eine geile Waffe, Alter. Wurde zwar gepatcht, aber ist immer noch richtig stark.
Einer war ein Holz. Komm her. Ah, ich weiß nicht, wo die spawnen. Boah, genau im richtigen Moment, wie es das erreicht. Schnell, schnell, schnell. Ich sink schon unbewusst mit, Alter. Ich hoffe, ihr merkt auf jeden Fall, Leute, dass ich übelst gute Laune am Start habe. Jetzt richtig Bock ist auf dieses Video, das für euch aufzunehmen. Alter, unnachgiebig. Digga, ich könnte sogar nuklear machen, aber die Gegner spawnen nicht so nice gerade. Nein. Da war noch irgendwo ein Gegner, Leute. Kurz chillen. Krieg ich den? Wo spawnen die? Scheune ist nichts. Scheune! Okay, komm, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ah, wobei so krass beeilen müssen wir uns eigentlich nicht. Nur noch 8 Bursts in meiner M8. 8 Bursts, 2 Bursts meine ich. Verbündete Vorräte nähern sich. Wir haben noch nicht gewonnen. Konzentriert euch. Hinten sind die gespawnt. Oh, jetzt fange ich schon an, Leute, ein bisschen zu schwitzen. Wäre schon geil jetzt hier, einen Nuke zu machen. Okay, hauen wir mal den Geist raus. Warten, bis er einen Kill macht. Oh, ich packe jetzt sowas von den Todbringer aus, Leute. Jawohl. Oh, chill. Nice. Komm her zu Papa. Oh shit. Nice. Komm her. Digga, ich sing schon wieder unbewusst mit, Alter. Ich sollte das lieber lassen. Ich kann nicht singen, Alter. Digga. Mann, ich krieg keine Gegner ab. Komm her. Überwachung verloren. Ah, stimmt schon wieder nicht. Shit, Digga. Warte, ich bin ganz so am Struggeln, Digga. Boah, da war einer. Hab ich nuklear? Jawohl, Alter. Nice. Alter, das war überhaupt nicht mein Anspruch, bei dem Video hier nuklear zu reißen. War zwar nicht die schnellste, Leute, aber nuklear ist nuklear. Ah, fuck. Nur noch ein Burst. Geil, die Runde ist eh aus. Okay, nice. 65 zu 9 ist der Endscore, Alter. Fresh. So, können wir ja mal direkt das nächste Thema ansprechen. Und zwar 2015, Leute. Was denn da alles so passiert ist. Alleine, wie oft ich meinen Wohnort gewechselt habe. Wie gesagt, Fullhouse-Wohnung. Ulm, Barcelona habe ich 3 Monate gewohnt und ja, das war echt schon echt ein krasses Jahr einfach. Ulm ist am Anfang die Fullhouse-Zeit, Leute. Ich will nicht sagen, Marcel und ich waren die allergrößten Asozialen. Wobei, es gibt Asozialen, dann gibt es noch so Messis und wir sind eigentlich noch so eine Stufe drüber manchmal gewesen. So kam es mir auf jeden Fall vor. Aber ja, wir haben schon manchmal sowieso Ratten gelebt. Wir haben nicht aufgeräumt. Wir haben, ich glaube, in einem Jahr vielleicht 3-4 Mal gekocht. Und wenn, dann war ich das immer, der immer Nudeln gemacht hat mit Käse, weil ich nichts anderes drauf habe. Okay, Pizza in den Ofen schieben kann ich auch noch oder halt Eier braten. Aber sonst echt gar nichts. Nein, also so schlimm waren wir es auch nicht. Klar, ab und zu hatten wir schon auch unsere Ordnung und so in unseren Zimmern. Aber ja, manchmal haben wir einfach echt drauf geschissen, schlechten Schlafrhythmus, um 3 Uhr in der Nacht noch Rockband gespielt. Ihr kennt ja die ganzen Stories, falls ihr Bock habt, die alten Fullhouse-Videos euch anzuschauen. Wir hatten ja damals einen Channel zusammen, der hieß auch Fullhouse. Deshalb rede ich davon. Und ja, könnt ihr immer mal bei YouTube eingeben, da sind echt solche bescheuerten Videos. Nicht mehr normal, Alter. Aber ja, ich blicke echt gerne da zurück auf die Zeit. Das war echt schon richtig, richtig nice und ja, auch sehr wichtig, glaube ich, für unsere YouTube-Laufbahn, für Marcel und mich.
Wir sind auch übelst gut gewachsen, haben noch mehr unseren Hype dann bekommen in der Zeit. Herrschaft of Infection spielen wir jetzt, okay? Und ja, Leute, auf jeden Fall, nach Volos ist ja dann Marcel mit Lena zusammengezogen. Jetzt sind die nicht mehr zusammen. Ich weiß gar nicht, was Marcel jetzt macht in nächster Zeit. Ich denke, der wird wahrscheinlich in Hameln bleiben und immer so ein bisschen hin und her pendeln. Oh, die Lobby sieht nicht so gut aus, Leute. Ich glaube, ich quitte einfach. Außerdem habe ich keine Lust auf die Map. Ich bin ja dann nach Barcelona gezogen für 3 Monate im Sommer. Rückblickend. Oh, Leute, ich muss ein anderes Lied dann machen. Hello, das macht mich gerade übelst traurig. Machen wir mal. Was machen wir an? Oh, Hotline Bling ist geil. Das ist ein geiles Lied. Und ja, das ist übrigens auch das Lieblingslied von Krappi, Alter. Ich bin übelst der Fanboy für den Krappi. Die Videos von ihm sind richtig nice, Alter. Hab mir gestern noch eins gegönnt von ihm. Falls du es siehst, Digga, mach weiter so, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass du so krasse Videos machst, als du angefangen hast mit YouTube. Da war ich echt skeptisch, ob du so der Typ dafür bist, der das durchzieht. Aber ja, bist auf einem guten Weg. Und ja, Leute, auf jeden Fall Barcelona. Man kann es gar nicht vergleichen mit einer anderen deutschen Großstadt ohne Mist, Leute. Das ist einfach, ja, ein anderes Level. Ich meine, es gibt Meer, es gibt Berge, es gibt Latinas. Das ist das Geilste, ey. Und, oh, den kriege ich nicht. Oh, shit, ich will eigentlich eine andere Waffe spielen. Ich habe dir schon vorhin kurz gezockt. Oh, fuck, okay, komm, zocken wir mal ICR. Ja, wie gesagt, Leute, es gibt alles. Man kann jeden Tag etwas unternehmen. Es ist nicht so wie zum Beispiel in Köln. Da gibt es auch Tage, wo es einfach mal langweilig ist und abends auf den Ring gar nichts los ist. In Barcelona ist einfach immer etwas los beim Olympischen Hafen und so. Und, oh, Digga, als ob er mir einen halben Turn-on... Ja, okay, es war kein Turn-on, aber es war schon Bullshit ohne Mist, ey. Auf LAN wäre da sowas von gestorben. Oh, ja, ja. Ich liebe diesen Gag. Auf LAN wäre er gestorben, Mann! Digga, ich habe 2 zu 3 gerade eben noch eine Nuklear gemacht. Oh, die Runde ist eh gleich aus. Warten wir aber auf die nächste. Ich hasse es sowieso, in angefangene Lobbys reinzujoinen. Das ist so scheiße. Komm, challenge mich. Ich schieße sowas von den Kopf, Bruder. Feindlicher Hater. Oh Gott, der kassiert trotzdem. Okay, wenigstens noch positiv. Ja, am Anfang war ich ja in Barcelona so ein bisschen einsam, habe ich euch schon mal erzählt. Ich war echt ziemlich traurig so, mich haben wenige Leute besucht, am Ende ging's dann. Habe ich auch dann direkt ein paar Leute kennengelernt, mit denen ich so Zeit verbringen konnte. Das war dann echt dann nochmal richtig, richtig nice, die Endzeit quasi. Als mich dann auch Massi und Kiwi besucht haben, haben wir echt schon coole Tage zusammen verbracht. Aber war trotzdem auf jeden Fall eine übelst geile Erfahrung, dort zu sein. Ich habe mir da meinen Traum erfüllt, ja, auch öfters auf Barca-Spiele zu gehen. Ich glaube, ich war 4 Mal oder so im Stadion in der Zeit. Ja, das war schon einfach übelst nice, Alter. Die Spiele live zu sehen im Camp Nou, da habe ich so lange drauf hingearbeitet. Ja, was heißt so lange? Das ging halt ziemlich schnell so in meinem Leben, hier Geld zu verdienen und so, dass ich mir sowas leisten kann. Nach Barcelona zu ziehen oder aufs Champions-League-Finale zu gehen in Berlin. Das war auch so ein Highlight für mich im Jahr 2015. Auf jeden Fall das Spiel gegen Bayern im Camp Nou, als ich das erste Mal Barca live gesehen habe, und auf jeden Fall das Champions-League-Finale. Das war echt unnormal. Sick, da... Ich glaube, ich habe noch nie so heftig Emotionen, glaube ich, gezeigt in einem Video wie in diesen beiden da. Also, falls ihr die nicht gesehen habt, Leute, müsst ihr das unbedingt anschauen, ohne Scheiß. Die findet ihr auf meinem Kanal, da habe ich 2 Mal gevloggt. Beim Champions-League-Finale hatte ich sogar meinen Camcorder dabei. Richtig gute Kamera, habe ich alle Tore und so live gecaptured mit Live-Reaction und so. Übelst nice, also das ist so mein Lieblingsvideo, würde ich sagen, im Jahr 2015. Dann natürlich noch mit der Triple Nuclear Live im BO2. Das sind so, glaube ich, meine Favorites, auf jeden Fall. Und ja, nach Barcelona ging dann der Weg für mich weiter. Das war auch alles so spontan, ich hätte echt nie gedacht, dass ich diesen Weg so einschlage, hier mit Competitive anzufangen. Das war echt eine übelst nice Entscheidung, ich habe keinen Bock eigentlich auf die Map. Egal, komm, zocken wir die einfach, scheiß drauf. Ich habe jetzt keine Lust, die ganze Zeit Lobbys zu suchen. Ja, mit Comp angefangen habe ich dann. Wir sind ins Gaming-Haus gezogen, hat auch alles sehr, sehr schnell geklappt in Ulm. Und ja, das ist auf jeden Fall so mein Ding, auf jeden Fall. Zumindest jetzt noch in dieser Phase meines Lebens, hier mit anderen Leuten zusammen zu wohnen, komplett alleine ja zu leben, habe ich echt noch nicht wirklich Bock drauf. Aber ja, ich bin echt gespannt, wohin der Weg uns jetzt noch so hinführt als Team und so. Und ja, können wir jetzt mal auch direkt zum nächsten Thema überschweifen. Und zwar, Leute, das Turnier in Paris. Ich war ja in Frankreich
für ein paar Tage. Wollte eigentlich auch einen Vlog von dort aus hochladen, aber es war dann alles so ein bisschen belastend. Ich habe auch angefangen zu filmen und so. Aber wir mussten, glaube ich, an dem einen Tag dann 9 Stunden ununterbrochen spielen, weil wir ins Loser Bracket gekommen sind. Sprich, wenn du einmal verlierst, kommst du ins Loser Bracket. Wenn du nochmal verlierst, bist du raus aus dem Turnier. Und wir haben dann ziemlich schnell einen Best of 5 verloren und dann mussten wir ununterbrochen spielen, hatte ich gar keine Zeit mehr und so. Und wir sind dann am Ende Fünfter bzw. Sechster geworden von 29 Teams, die da mitgemacht haben. Aber man muss auch sagen, da waren jetzt nicht so Top-Teams dabei wie in Köln, da wo die Besten aus Europa waren. Da waren halt fast nur so Franzosen. Und eigentlich wollte ich mit der ICR spielen, sorry Leute. M8 habe ich echt schon zu oft gezeigt bei meinen Gameplays. Und ja, unser Ziel war es schon, unser Anspruch, wenigstens Top 3 zu erreichen bei dem Turnier. Aber wir haben echt gestruggelt gegen jeden Gegner, gegen die wir eigentlich so 3-0 easy gewinnen müssten. Sind wir teilweise in die fünfte Map, beziehungsweise einmal gegen einen sind wir sogar in die 10. Map gegangen, weil wir 2 Best of 5 gegen die gespielt haben. Und dann im letzten Game in Suchen zu stellen sind wir die 11. Runde gegangen. 6-5 haben wir dann gegen die noch gewonnen in Suchen zu stellen. Also uns fehlt einfach so die Konstanz. Wir haben genau in die Modi richtig gut gespielt, ironischerweise, die wir in Köln verkackt haben, sprich Uplink und Suchen und Zerstören. Ja, haben wir uns deutlich gesteigert, aber dann auf einmal in Hardpoint haben wir angefangen zu strugglen, obwohl genau Hardpoint so unsere Stärke war und wo wir das Leben von den Gegnerteams, wo wir das Leben, ihr wisst, was ich meine, wir haben das Leben von den Gegnern richtig schwer gemacht, als wir gegen die Hardpoint gezockt haben, sogar gegen die gewonnen, also ja, da musste man uns einfach todesernst nehmen. Aber ich glaube, von 7 Hardpoint-Maps haben wir dann nur 2 gewonnen, Leute, in Frankreich. Das war schon richtig schlecht einfach, muss man einfach so sagen. War zwar auch immer, ja, viele knappe Matches dabei, aber das geht einfach nicht. Das muss man einfach gewinnen, weil wenn du immer 1-0 direkt in Rückstand gehst, das ist einfach belastend. Ich krieg einen Hater gedrückt, bei mir läuft er mal richtig. Digga, was ist das für eine Bullet Rack und es laggt, Jungs? Alter, ich will eigentlich nicht quitten bei dem Video, aber es laggt einfach. Komm, noch 2, 3 Gunfights, wenn es nochmal laggt, dann quitte ich einfach. Scheiß drauf. Okay, dem haben wir schön die 100er gegeben, aber der andere holt mich. Ja, wenn die Hater haben, ist echt belastend, Mann. Der eine Plosion oder wie er heißt, räumt gerade ganz gut auf. Assist. Aber Leute, wie gesagt, es war trotzdem eine richtig krasse Erfahrung dort, auch wieder für mich. Jetzt hier, das war gerade meine zweite LAN, vor allem am ersten Tag beim Auftaktspiel. Wir haben so wenig geschlafen, also bei mir ging es so, weil wenn ich einmal einschlafe, dann schlafe ich auch wie ein Elefant. Aber Massi, der hat, glaube ich, nur 5 Stunden oder so gepennt, weil irgendwelche Besoffenen vor unserer Tür rumgeschrien haben im Hotel. Und wir sind dann angekommen, konnten uns nicht eine einzige Runde aufwärmen, gar nichts, und mussten dann auf fremdem Setup spielen, weil dort waren nicht so Benke oder Asus-Monitore, die 22 Zoll groß waren. Nein, nein. Da waren so richtige Mini-Bildschirme. Das war so belastend, Leute. 18 Zoll waren die groß. Und das war echt übelst ungewohnt, da zu zocken. Oh Mann, Digga. Plosion holt mich. Okay, der ist aber wenigstens gestorben. Okay, Leute, komm, ich konzentriere mich jetzt wieder ein bisschen aufs Game. Aber wie gesagt, Leute, man muss einfach auch, wenn man nicht eingespielt ist, auch auf fremdem Setup, man muss immer on point sein als Pro. Das macht ja auch einen aus. Aber jetzt verkacke ich gerade, Alter. Ich rede hier über Pro und verkacke hier im Public, Alter. Oi, oi, oi. Komm, versuchen wir ein paar Kills mit dem Todbringer. Oi, oi. Gucken, ob ich einen wegsnacken kann. Oh. Oi, oi. Kriege ich den da hin? Oh nein. Ich will nicht, dass er die Vorräte sichert. Nein. Oh Gott, Alter, wie viele Gegner sind da? Oh, meine Güte. Da waren 4 Stück oder so auf einmal. Boah, Leute, ich bin gerade übelst am reinscheißen, ey. Jetzt sterbe ich, glaube ich, vom Donnergrollen, kann es sein? Ja. Digga, ich gehe negativ, Alter. Ich gehe negativ in Public und rede über irgendwelche Pro-Turniere in Frankreich, Digga. Oh, Scheiße. Oh. Ja, da seht ihr mal direkt, Leute, den Kontrast.
Eine Runde macht man nuklear, danach geht man kurz negativ. So ist das normal bei so einer Live-Session. Ich muss auf jeden Fall ein anderes Lied anmachen. Ich gönne mir jetzt mal so ein bisschen Kid Ink. Das Album Full Speed, das ist richtig sick. Machen wir mal POV an. Ja, Digga, das ist geil. Okay, komm. Jetzt rasieren wir die Gegner, Alter. Wenn die mich rasieren können, dann kann ich das auch, Alter. Alpha gesichert. Der Feind hat sie. Aufklärer eliminiert. Oh nein. Der Feind hat B. Das ist so lächerlich, ne? Wie kann ich da schon wieder sterben, ey? Komm, jetzt mache ich Beast-Modus an, ohne Mist. Wasser-Mode wird angemacht jetzt. Komm zu Papa. Ja, Change nehme ich. Nice. Oh, da war einer im Headglitch. Oh nein, 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 Leute, was mache ich? Fuck, Digga. Oh! Okay, ich muss ja echt schützen gerade. Nein, 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 Digga. Heißt Ganovenhund mit Harve im Clan-Tech. Was ist das? Ey, Bro, Bro. Ohne Mist, ey. Irgendwie läuft's gerade mit der ICR nicht. Ich weiß nicht, ob so eine Waffe liegt. Oder ob ich einfach gerade absolut scheiße spiele, aber das ist sowieso, glaube ich, gerade der Fall. Oh je. Ey, hätte der mich jetzt weggeaimt, ne? Wir verlieren Alpha. Komm, sichern wir C. Brauch ein bisschen Map Control. Wir haben A verloren. Aber B haben wir, das ist wichtig. Wenn man nicht B hat, das ist immer richtig kacke. Ja, genau so muss das Aim sein, Alter. Hier außen ist noch einer. Nice, Teammate. Komm, wir lassen jetzt einfach mal die Gegner in uns hineindrehen, Leute. Ja, genau. Genau so, Alter. Oh, die sind alle im Häuschen. Oh, jawohl, Leute. Genau so muss das sein, Alter. Wenn die einen Hater mitdrücken, dann muss ich das schon lange... Jawohl. Ja, Digga, ja. Genau so. Ja, genau, Leute. Das macht mich schon viel glücklicher. Oh Gott. Der ist tot. Ja, wenn ich jetzt eine Nuklear den... Ach, ich rede davon lieber nicht, das wird sowieso nicht klappen, aber das wird zu lustig. Nein! Ah, boah! Blosion! Ah! Fuck, ey. Ich hätte es nicht in den Mund nehmen dürfen, Alter. Das wäre genauso wie auf LAN, Alter. Erstmal so mit 0-8 anfangen und dann auf einmal die Gegner absolut noch zu destroyen, ey. Shit. Gestern übrigens, Leute, da habe ich... mit paar, also mir war langweilig abends und ich habe dann einen Twitter-Post rausgehauen, ob jemand gerade Bock hat mit mir zu spielen. Also sprich Competitive, irgendwie Wagers, wo es um ein paar Dollar immer geht. Da setzt halt jeder Spieler mal so ein bisschen Einsatz. Boah, Digga. Slackt schon, Leute, seht ihr das anhand der Minimap? Schon belastend. Jawohl. Na, jetzt bin ich doch noch ein bisschen aufgedreht. Und ja, da habe ich dann auf jeden Fall Suchen zu stören mit den Jungs gespielt. Und ich hatte dann... Ey, das ist doch Bullshit. Ich hatte First Shot.
Das ist halt die Scheiße manchmal in Public. Da wird mir echt gebullshittet auf LAN, wäre das nie im Leben passiert. Und ich habe dann auf jeden Fall 07 Leute gejobbt. Und dann haben sich Leute im Stream halt darüber lustig gemacht, weil die Gegner haben halt gestreamt. Und dann haben das halt ein paar Deutsche gesehen. Haben natürlich direkt wieder so Screenshots gemacht und so, haha, Barca, lässt dich von so Randoms carryen und sowas, 07, du Opfer und bla bla. Und dann habe ich genau bei 5-5 in der allerletzten Runde noch ein Ace gemacht und das Game dann quasi gewonnen. Also, ich weiß nicht, früher, als ich mit Competitive angefangen habe, da habe ich so krank auf Stats gegeiert. Einfach so, weiß nicht, einfach so ein Public-Spieler bin, wisst ihr. Die Stats müssen auch hier immer stimmen. In Competitive und ich habe immer alle paar Sekunden auf Scoreboard und so geguckt und mittlerweile habe ich mir das total, jetzt nicht total, manchmal achtet man schon drauf. Ich glaube auch ein Scump achtet manchmal drauf, wie er gerade so steht, aber früher hätte ich echt, glaube ich, die Ruhe verloren, wenn ich nur 7 hätte am Anfang. Oh, nice, nochmal ein Geist erreicht. Nein, oh, er endet mich weg. Fuck, Digga, 1 vor Hater. Ja, aber jetzt mittlerweile ist es mir echt egal, ich mache einfach weiter und manchmal kann halt auch sowas passieren, dass man dann ausgerechnet in der letzten Runde dann noch ein Ace macht und dann für das Team den Sieg noch holt, wisst ihr? Das macht auch einen guten Spieler aus, dass man dann absteppen kann. Oh mein Gott. Der Geist macht einfach ein Fünffach. Boah, jetzt haben aber die Gegner echt nochmal richtig rasiert, Leute. 62 Kills sogar. Fresh, man. Komm, das Game gewinnen wir sogar noch. Na? Kloison. Ah, nur klar wäre ich, glaube ich, drin gewesen, Leute. Also hätte ich jetzt absolut getryhardet und keine Ahnung, wie so ein Bastard gespielt, hätte ich es vielleicht schaffen können. Aber es wäre, glaube ich, schon zu viel des Guten gewesen. Hier direkt wieder ein Nuklear. 188 Punkte haben wir schon. 190. Kommt hier einer? In Bricks? Wir verlieren C. Ich chill einfach mal und versuche die B-Control zu halten. Oh, noch ein Geist, Leute. Hier oben sind noch welche. Ja. Nice. Boah. Oh, ich dachte schon, er holt mich. Nice, Alter. 72 Kills sogar noch geschafft. Ja, Digga. Fresh, ey. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal, Leute, einen Daumen nach oben da lassen für das Video, falls ihr öfter solche Live-Sessions sehen möchtet. Ich habe es halt jetzt heute so als kleines Weihnachtsspecial für euch rausgehauen, aber ich kann es natürlich auch mal, keine Ahnung, einmal im Monat oder so hochladen für euch. Weil das sind so die Videos, die ich mir persönlich am liebsten angucke. Zum Beispiel von einem wie Marcel. Aber auch persönlich am liebsten aufnehme. Live ist einfach so mein Ding, so einfach zocken, nebenbei euch etwas erzählen. Ja. Das ist echt schon krass, wenn man so drüber nachdenkt, Alter. Man zockt einfach, labert in die Kamera, lädt das hoch und es feiern so ein paar hunderttausend Menschen. Das ist echt schon nice und über dieses Privileg sollte man auch echt glücklich sein und das schätzen. Wir haben jetzt schon, ja Leute, erste Halbzeit hinter uns. 38 Minuten nehmen wir schon auf. Ich mach mal wieder ein Lied für mich an. Round Here ist auch ein geiles Lied, Alter, von Kid Ink. Wir haben jetzt 15:45. Ich werde das Video auf jeden Fall heute noch hochladen. Mal schauen, wann es online kommt. Es dauert immer so ein Video zu rendern. Ist mal ein bisschen belastend. Ah, ich kann euch übrigens mal meine Stats zeigen. Ich habe jetzt nicht die höchste KD. Aber ich schwitze halt auch absolut null drauf, Leute. Was habe ich? Wo ist das, Digga? Da. 2,5 KD, also nichts Besonderes. Aber ich kann euch mal... Wo ist das, Digga? Die Prezis zeigen. Wie oft hatte ich Nuklear auf dem Account? Ich habe auf Kiwis Account halt noch ein paar Nuklears gemacht. Also ich habe vielleicht so insgesamt 10 Stück oder so. Aber eine gute, brutale Nuklearquote. In Black Ops 2 war das noch anders, Alter. Da hatte man 30 Brutals und 18 Nuklears oder so. Also 60% Quote ungefähr. Was haben wir hier noch alles? Ja, hier habe ich eigentlich alle Medaillen. Ich hatte auch Abschusskette und so hatte ich auch schon. Oder? Wo ist denn Abschusskette? Hatte ich Abschusskette? Keine Ahnung, ich hatte es auf jeden Fall einmal bei einem Video beim Killduell gegen Marcel. Aber mit Kiwis Account, genau. Ah, die Prezis. Ich weiß, wo findet man das, Digga? Ich suche das nächste Runde. Okay, was spielen wir? Herrschaft auf French diesmal. Okay. Leute, aber ich gönne mir eine Runde mit der M8-7, glaube ich, gönne ich mir schon, Jungs. Das muss einfach sein. Ich liebe diese Waffe.
glaube, danach zocken wir dann eine Runde Liga. Hab ich auch Bock drauf. Hoffentlich kommt dann Stellung. Okay. V96B haben die schon im Clan-Deck. Auch Plosion, der mich aufs Street geholt hat. Egal, Digga, Grüße an dich, Alter. Aber rasiert habe ich dich trotzdem. Okay, aber ich glaube, die werden auf jeden Fall auch Orbi spammen. Oh, fuck, Digga. Ich glaube, ich gehe direkt erstmal oben ins Haus und versuche langsam die Streaks aufzubauen. Kommt hier noch einer? Flankt hier jemand? Nope. Hier ist auch niemand am White Car oder so. Ah, okay, da ist einer Tin gewesen. Einer noch Top White gesprungen. Oh, hinter mir. Wo war der? Lol. Oh, es leckt schon wieder leicht, Leute. Fuck, Digga. Nein. Ah, er kam doch durch den kleinen Raum noch gerusht. Ist niemand. Na komm. Hier kann man eigentlich immer schön ein paar Kills machen. Oh, ja. Kam von außen. Ich sollte ein bisschen mehr aufs Radar achten. Ich glaube, der Teammate hat sogar schon eine Drohne. What the? Schon wieder von hinten, Digga. Ja, die Gegner machen das gerade nicht so schlecht. Flanken immer schön. Wir verlieren B. Einer sichert B. Okay, Teammate hat ihn, nice. Oh, Digga, es laggt. Digga, was ist das für eine Verbindung? Kann doch nicht sein, dass so ein neues Spiel laggt, Alter. Ich kann es ja verstehen, wenn es ein MW2 und Black Ops 2 und so laggt. Aber hier muss doch alles noch so frisch und neu sein. Oh, Digga. Nice, blutrünstig. Gespawnt sind geflippt, dann können wir jetzt gediegen A sichern. Okay, komm. Hol mal Streaks raus. Oh, Jungs, das könnte scheppern. Nice. Komm, ich helfe dem Teammate hier. Ah, oh, komm, Teammate, hol den Top Red. Oh, oh. Schnell raushauen. Oh, das war perfekt gemacht, Leute. Nicht gechallenged. Sonst wäre ich safe gestorben. Ich weiß nicht, ob ich den challengen soll. Ja, jetzt können wir rauslaufen. Nice. Nice. Nein, kriege ich nicht. Fuck. Oh mein Gott. Digga, das war wieder so eine typische Biscabasa-Lack-Szene, Alter. Skrupellos. Blitzschlag. Oh, Jungs, das könnte richtig scheppern wieder, Alter. Kommt niemand? Ich würde so gerne C sichern. Nein! Na, es war so... Ich wusste eigentlich, dass das Spawn geflippt ist, aber ja, den einen habe ich noch geholt vom Fenster und den anderen war ein bisschen unlucky. Schade, Leute. War schon wieder auf einer übelst guten Streak und eins vom nächsten Reset. Ah, der ist ins Haus. Shit, das ärgert mich jetzt. Egal, es kann nicht alles mal perfekt laufen. Aber bis jetzt bin ich eigentlich schon zufrieden mit dem spielerischen Aufbau im Video. Schon mehr als zufrieden auf jeden Fall. Hier ist niemand, glaube ich, oben im Häuschen. Ah, ist der echt in der Ecke da? Sein fucking Ernst. Ah, ist weg. Da noch einer, Leute. Nice. Einer noch, einer auf dem Dach. Oh, schade, hätte ich noch gerne mitgenommen. 31,5. Läuft. So, ich mache mal ein anderes Lied wieder an.
Machen wir mal Mohan an. Trente Möller Dub Remix. Das Lied hat mir Massi empfohlen, beziehungsweise den Beat. Der ist richtig nice, Alter. Kann man sich schön gönnen. Drei Viertel ist schon um, Leute, vom Video. 45 Minuten. Ich zocke jetzt auf jeden Fall die Halbzeit noch zu Ende und danach zockt man noch zum Abschluss eine gediegene Runde Liga, würde ich sagen. Hab Arena, um ehrlich zu sein, fast gar nicht gespielt. In BO3. Aber, ja, gucken. Ich will die Flagge mit sichern. Bro, Bro! Chill! Ah, hat den G-Slide gefällt. Oh, Jungs, der Beat ist so geil! Ja! Komm her! Kommt einer, glaube ich, jetzt außen. So, komm. Eins vom Orbi wieder. Wir dürfen jetzt nicht choken. Ich hatte den Tunnelblick wieder. Das tut weh im Herzen. So ein Tod. Eieiei. Das Orbi-Auge war gerade überhaupt nicht on point. Hoho, hätte mich jetzt doch geholt, ne? Oh, nice. Oh. Batterie ist gleich leer vom Controller. Das ist ein Zeichen. Da hinten war noch einer. Fuck. Was soll ich machen, Digga? Oben vielleicht einer. Komm zu Papa. Nice. Jetzt hat der Team halt auch einen Hater. Fresh Digga, Bro Beast. Töte ihn doch, Teammate. Alter, als ob er mich ge... Ach, ich dachte schon, der Robin Hood hat mich geholt, ey. Der andere von Red hat mich geholt. Oh, Leute, der Beat ist so nice, Digga. Ihr müsst euch den unbedingt gönnen, Mann. Gebt den einem. Vor allem, wenn diese Frau so noch so ein bisschen... mitsingt. Ja, Digga, ja! Oh shit, ey, ich bin manchmal so hyperaktiv. Ja! Ganz so mein Pedal vergewaltigt. Oh Leute, ich muss euch übrigens was erzählen, Alter. Apropos Pedal, ey. Mir ist so belastendes Timing passiert in Real Life, ohne Scheiß, ey. Ich habe nämlich einen neuen Scuff bestellt, weil mein Stick nicht hier, ihr seht's, der ist absolut broke, Leute. Richtig belastend. Also hier außen ist es einfach, ja, schon abgebrochen quasi. Ich habe ja hier die Doom-Sticks. Und ja, ich habe einen neuen Scuff bestellt und ich bin ja jetzt gestern zu meiner Mom gefahren, beziehungsweise vorgestern, und einen Tag später kam mein neuer Scuff an, aber wohin natürlich? Nach Ulm. Und dann schickt mir Massi ein Bild, wie er so meinen neuen Scuff in der Hand hat und ihn schon ausgepackt hat für mich. Aber es gibt nichts Besseres, als wenn man einen Scuff-Controller bestellt und dann den das erste Mal selbst wohl bemerkt in der Hand zu haben, ey. Aber er schickt mir einfach so ein Bild, wie er meinen Scuff schon ausgepackt hat, um mich richtig neidisch zu machen, aber ja, was soll's, ich hab den jetzt zu mir schicken lassen, aber der ist leider noch nicht da. Belastend, was soll man machen? 52-8, Leute, eine ganz solide Runde. Hätte auch eine Nuklear dabei sein können mit bisschen Glück, aber ja, scheiß drauf. Waren auf jeden Fall coole Aim-Szenen und so dabei. So, ich würde sagen, das war's dann erstmal jetzt für Public, in Anführungszeichen. Arena ist auch Public, aber ihr wisst, wie ich das meine. Sag mal jetzt noch eine Runde. Arena! So, jetzt können wir wieder nächstes Lied machen. Get. Ne, machen wir mal Verstrahlt an von Materia. Zwar old, but gold, wie man so schön sagt.
Ich will hier weg. So heftig, Alter, wie schnell die Zeit vergeht. Wir haben Weihnachten, 24.12. Irgendwie dieses Jahr bin ich überhaupt nicht so wirklich in Weihnachtsstimmung, keine Ahnung. Es ist alles so schnell vergangen, Alter. Vor allem der Dezember. Einfach so schwuppsdiwupps vorbei, ey. Jetzt in 3 Tagen habe ich Geburtstag, dann Silvester. Ey, ist echt krank, Alter, wie schnell manchmal die Zeit vergeht. Aber, ja, ich weiß nicht. Liegt überhaupt irgendwo in Deutschland Schnee? Ich glaube nicht. Also bei uns liegt absolut gar nichts. Es ist quasi Sommer. Okay. So, ich hoffe, ihr findet jetzt auch eine Lobby in Arena, weil letztens hatte ich Probleme. Als ich mit Marcel eine Runde aufnehmen wollte, haben wir einfach nichts gefunden. Ich will unbedingt Stellung spielen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, es tut sich was. Komm, 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 komm. Wir finden einfach nichts, Leute. Ihr könnt ja mal auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was so für euch das Highlight war, auf meinem Kanal im Jahr 2015. Ich habe es euch ja vorhin schon gesagt. Auf jeden Fall Champions League Finale und die Triple Nuclear. Aber vielleicht ist es bei euch auch komplett was anderes. Irgendein Real-Life-Video oder so ein anderes. Wer weiß, wer weiß. Und ja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, Leute. Aber wir finden nichts, Leute, wie es aussieht. Ich suche jetzt noch eine Minute. Wenn nicht, dann, keine Ahnung, spielen wir einfach was anderes. So irgendwelche richtig belastenden Arena. Komm schon, Bro. Was analysierst du denn so lange? Spiel 2 von 2. Digga. Komm schon, Bro. Und dann öffnen wir mal ein paar Kryptos in der Zeit. Tarnung für die Dredge. Die Waffe ist zwar richtig geil, aber die spiele ich nicht. Ja, ich glaube, ich habe eine Lobby gefunden. Ich habe es im Hintergrund gehört. Oh, das ist eine geile Visitenkarte, Alter. Ohne Mist, Mann. Die ist echt nice. Kann man direkt ausrüsten. Staubtarnung, Alter, die sieht schon so staubig aus. Hitze für die Haymaker, aber die spiele ich auch nicht. Und Ruinen, schwacher Gegner, Reaper, Spot. Ja, das ist cool. Reaper spiele ich sogar auch gerne. Uplink auf Breach spielen wir. Boah, ich glaube, das sind sogar Deutsche im Gegner-Team. Mal gucken, Leute. Können wir auch mal direkt ausrüsten. Wo geht das? Hier. Ja, genau. Ah, ich hab's nicht mehr geschafft, glaube ich. Okay, jetzt müssen wir noch durch das Ban and Protect System durch. Ich glaube, in Liga bannen die immer die richtig komischsten Dinge, Alter, die man sowieso nicht benutzt. Okay, er protected, er macht, alles klar. Ich weiß nicht, ob ich jetzt OBJ spielen soll, sprich auf Punkte gehen oder ob ich Map Control halten soll. Er protected Razorback. VMP und Vesper ist viel, viel besser. Oh Leute, jetzt kommt geiles Lied. Get Buck in here. Das müsst ihr auch mal eingeben. Richtig sick, Alter. Get Buck, also Buck in here. Richtig sick. Er protected Schnellfeuer. Ah, okay. Falls euch übrigens wundert, dass ich manchmal ab und zu solche Bewegungen unten mache, ich richte immer hier meine Decke zurecht. Ich habe mich hier eingewickelt, Alter. Ich hasse es einfach beim Zocken zu frieren. Es gibt nichts Schlimmeres. Deshalb habe ich es mich hier unten gemütlich gemacht. Boah, Alter, das Lied ist auch richtig geil. Boah, ich habe gerade so gute Laune, Leute. Einfach Musik pumpen, Mann. Das, so muss das sein, Alter. Ich hoffe, ihr habt euch auch irgendwie nebenbei bei Spotify oder sowas angemacht, wenn ihr euch das Video gönnt. Ich fahre jetzt nach Köln, Leute. Am 26. werde dort meinen Geburtstag und so verbringen. Und ja, ein paar Tage chillen. Oh, was machen wir denn? Komm, wir bannen einfach mal die Stunts.
Und danach bin ich dann über Silvester in Berlin. Werde dort dann, ja, das neue Jahr, ins neue Jahr hinein feiern. So rum. Mit Massi, Jamas wird auch noch kommen. Vielleicht sehe ich auch den einen oder anderen Spitzer von euch in Köln oder in Berlin. Dort ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall viel höher. Aber apropos, ich war gestern noch im Rothman Center, falls einige von euch kennen, in Bayreuth. Also das ist halt meine Heimatstadt. Hier wohnt meine Mom. Und hier habe ich auch jetzt 17 Jahre lang gewohnt. Und ja, das war richtig lustig, wie viele Abonnenten da im Rothman Center am Start waren. Einer kam sogar her, so ist ein Douglas so reingerannt und hat so geschrien, Wiska, Wiska und so. Und er war richtig jung, ich weiß nicht, 10 oder 11 Jahre alt. Aber ich habe sogar einmal noch einen jüngeren Abonnenten getroffen, in Köln war das damals. Ich glaube, der war 7 oder so. Richtig krass, Alter. Aber er meinte, dass er nicht zocken darf, aber er darf meine Videos halt gucken, beziehungsweise macht es heimlich mit seinem Bruder. Der war auch irgendwie so 10 oder so. Richtig lustig. Okay, was machen wir an? Machen wir Psychose. Nehmen wir Psychose mit. Ich werde, glaube ich, auf jeden Fall jetzt Objective spielen. Und da haben wir auf jeden Fall ein paar Fotos gemacht und so im Rothman Center. Die haben sich voll gefreut. Das macht echt Spaß, Alter, Zuschauer zu treffen, Leute. Sage ich, habe ich, glaube ich, schon oft gesagt in meinen Videos, aber so, das ist echt das Beste so an YouTube. Seine Zuschauer in Real zu sehen und ja, einfach mit denen so ein bisschen sich zu unterhalten. Einer hat mit meiner Mom sogar noch ein Foto gemacht und hat sich auch mit der unterhalten. Und hat so gefragt, und wie fühlt es sich so an, so einen Sohn zu haben und zu sehen, dass so Menschen mit ihm Fotos machen und so. Und dann sagt meine Mutter so, ja, sie ist stolz, aber ist auf jeden Fall interessant und so. Und er hat dann auch gesagt, dass er, meine Mama hat gefragt, was magst du denn an Anton am meisten? Und dann sagt er so, alles, alles mag ich. Oh Mann, ist auf jeden Fall schon süß, ey. Okay, machen wir noch. Ja, komm, die Klasse können wir auch noch drin lassen. Machen wir noch eine VMP-Klasse, würde ich sagen. Oder? Ah, Vespa ist eigentlich schon Pflicht, Leute. Schnell ziehen, Griff. Langer Lauf. Strahldämpfer. Flinke Hände, das ist immer Pflicht. Ich hoffe, die werden halt jetzt keine Stunts mitnehmen, Alter. Beziehungsweise Blendgranaten, das wäre schon belastend. Ja, ich mache mir auf jeden Fall noch zur Sicherheit eine Taktikmaske rein. Jo, so, zack. Okay, da, okay. Das müsste eigentlich so passen. Let's go. Ach ja, Punkte sehen noch bearbeiten, habe ich voll vergessen. Ah, hier ist ja jede Scheiße erlaubt, Alter. Okay, verstärktes Geschütz wurde wenigstens gebannt. Ah, komm, nehmen wir mal einen Geist mit, auch wenn es wahrscheinlich nicht erreichen wird. Ich glaube, die Gegner sind nicht so schlecht, Leute. Mal gucken. Ich hoffe, meine Teammates sind noch einigermaßen kompetent. Weil sonst wird das echt schon schwer. Ich habe keine Lust, das Video mit einer Niederlage zu beenden. Es geht jetzt schon fast eine Stunde, Leute. Ich denke, es wird dann wahrscheinlich so am Ende eine Stunde und 10 Minuten gehen. Vamos, chiquitos. Señorita. Yo quiero bailar contigo. So. Meine Füße frieren trotzdem, Alter, obwohl ich 2 Socken an habe. Ey, was ist los mit mir? Shit. So. Ach ja, Leute, falls ihr Bock habt noch auf Autogrammkarten, es gibt noch reichlich genug im Klamottenshop. Also egal, was ihr bestellt, im Klamottenshop, ihr bekommt immer eine unterschriebene Autogrammkarte von mir dazu. Und alle Besteller haben auch eine Chance auf ein Meet and Greet mit Carsten und mir und mit dem Fab Gaming House. Oder ist einer oben am Chillen? Gucken, ob ich ihn holen kann. Oh, er ist runtergefallen, oder was? Oh, LOL! Och, komm, Digga. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er noch hochkommt. Auf jeden Fall werden 2 Leute Meet and Greet gewinnen. Mit dem Fab Gaming House und so. Das ist, glaube ich, echt eine coole Aktion. Kommt ich hier mitten durch? Na, er wartet auf seine Teammates. Okay, nice. Schön. Den Push geblockt. Nice. Oh, Alter, er flankt. Okay, hat er gut gemacht, der Gegner. Ja, das ist eigentlich jetzt easy Two-Pointer. Ja. Wenn er schlau ist, dann wartet er noch ein bisschen. Na, er macht's nicht. Oh, fuck. Okay. Ja,
Wenn das MP nicht klappt, dann werde ich auf jeden Fall auf Eier wechseln, Leute. Okay, er läuft hier raus. Ist er hochgesprungen? Top Podest? Ich weiß nicht. Ah, ich hab's eingehört. Einer war hier links, Leute, irgendwo. Oh, da war... Ach, das Teammate war das, oder was? Oh, shit. Ah, da broken ist noch einer. Fuck, Digga. Okay, komm, Teammates. Müssen jetzt absteppen. Naja, läuft über Briggs Side. Oh, shit, Alter. Oh, die Gegner haben gar nicht mal so schlechtes Aim. Nice, Hope for Primes. Hauptsache, es kommt genau Uplink, Alter. Ich mag den Modus nicht so wirklich. Oh, okay, komm. Hören wir auf zu fluchen, wir konzentrieren uns jetzt einfach aufs Game. Unser Satellitenträger wurde erledigt. Na, das war klar. Ja, Leute, wir haben gar keine Map-Control, das ist echt... schwierig dann für mich so als MP-Spieler jetzt gerade irgendwas zu machen. Okay. Was ist das für eine Waffe? Nice. Okay, das müsste jetzt eigentlich ein Point werden. Läuft er über rechts? Nice. Macht er gut. Warte noch, Teammate, auf mich. Warte, 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 warte. Nicht werfen, nicht werfen. Nice. Nice, hat er perfekt gemacht, Alter. Richtig schön. Oh, der Kill wäre huge gewesen. Kurz vor Streaks. Ja, ich hätte nicht pushen sollen. Fuck. Ah, er hat nur einen One-Pointer gemacht. Okay. Okay, komm, vielleicht wird es noch ein Punkt. Da ist einer. Oh shit. Noch einer. Oh, hinten am Spawn campt er. Ah, das ist belastend für mich mit einer Vespa hier. Ah, nicht hier lang laufen, Teammate. Nicht hier lang laufen. Komm zurück, komm zurück. Ah, Digga. Warum läuft er da lang? Immer, Leute, auf der Map immer über die rechte Seite laufen, über das Dach da. Da könnt ihr nämlich easy One-Pointer machen. Aber das ist gerade richtig dumm vom Gegner, vom Teammate. Vor allem alleine, das Blinker. Ah, das war ein guter Play. Werf rein einfach, komm. Nice. Ah, shit. Ich hätte nicht nachladen sollen, hätte ich ihn eh vielleicht gehabt. Auch so eine blöde Angewohnheit von mir. Ich lade einfach nach, ey, wenn ich einen Gegner droppe, anstatt einfach mal kurz zu chillen. Okay. Ja, ich gehe sogar negativ. Okay, aber wir führen. Das ist das Wichtigste. Nice. Schön. Okay, okay. Die Gegner outslayen uns eigentlich übelst, aber irgendwie kommst du so vor, als ob die nur Kill wurden. Ah, jetzt haben sie sogar einen Punkt gemacht. Fuck, Digga. Aber es ist nur ein Punkt. Ja, okay. 10 zu 12, Leute. Bei mir läuft ja mal richtig Malaga. Ich weiß nicht, ob ich AR spielen sollte, eben lieber. Weil die Teammates punkten eigentlich sowieso ganz gut. Ich glaube, ich nicht mal einmal den Ball. Ja, komm, ich zock noch. Ja, ich zock noch kurz MP und wenn nicht, dann wechsle ich direkt auf M8. 3, 2, 1. Let's go. Ich versuche direkt meinen Gegner-Spawn zu rennen. Der Feind hat den Satelliten. Wir haben den Satelliten. Unser Satellitenträger wurde erledigt. Komm, 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 passt zu mir. Sich belasten, wenn man seine Team jetzt nicht hört. Ja, er läuft über
Okay, nice, schön. Komm, pass zu mir, Teammate, wenn du schlau bist. Pass zu mir. Ich höre einen, Leute, mit Todbringer. Er ist rechts im Pre-Aim. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Nein, nein, nein. Schön, schön, schön. Das macht er gut, der Teammate. Nice. Perfekt, Alter. Okay, ich hab Streaks. So. Wenn er schlau ist, kommt er über meine Seite. Dann kann ich nämlich ihm helfen, Kills zu machen. Nice. Okay, es könnte, müsste eigentlich One-Pointer werden, Leute. Oder? Ja, komm, ich... Oh Gott! Das war alles geplant, Leute. Alles geplant, meine Freunde. Jetzt habe ich nämlich den Tarnheli. So ein Fail, Digga. Oh mein Gott. Holy shit, ich habe noch nie so einen Wurf so gechoked wie hier, ey. Ja, okay, komm, ich hau jetzt gleich mal Tarnheli raus. Fuck, Digga. Das war so peinlich, ey. Er wirft rein, okay. Jetzt ist aber Endstation für die Gegner. War doch eine gute Entscheidung, in B weiterzuspielen. Nein! Fuck! Dreh ich um, Teammate. Der kommt über Brickside. Brickside, komm. Komm, ich hole ihn zur Sicherheit. Nice. Komm, werf den Ball raus. Wir müssen den Ball rauswerfen. Ich hol die mal, Leute, da. Okay, schön. Zwei down. Als ob hier einer gespawnt ist. Ja, sieht nicht so aus. Na, ah, fuck, Alter. Ich glaube, ich nehme jetzt mal M8, Leute. Und versuche einfach zu verteidigen, aber ich glaube, der Teammate macht einen Punkt. Jawohl, schön. Chill. Nein, bin geflasht. Okay. Nein, die Teammates sind echt nicht schlecht, Alter. Vor allem in Punkten. Haben sie echt gut gemacht. Das. Komm her. Ist sie hier oben noch irgendwo? Müsste eigentlich sein. Okay, kommt, Leute, ich verteidige es einfach jetzt. Oh, er ist absolut, Digga. Schön, Teammate. Chill, 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 chill. War noch vorne irgendwo einer. Komm, den hole ich. Komm, Teammate, komm, machen wir noch einen Punkt. Satellitendrohne transferiert. Satellitendrohne zurückgesetzt. So, ich cut jetzt einfach mal, Leute, damit die nicht in die Mitte von der Map kommen, die Gegner. Einen habe ich. Ich rede schon gerade voll mit mir selber, Alter. Okay, komm, der letzte ist in unserer Base. Komm her, Teammate. Pass zu mir, pass zu mir. Ja, macht's nicht, natürlich. Er läuft über links. Hier hinten am Spawn müsste eigentlich irgendeiner schimmeln von den Gegnern. Boah, nice. Hier ist nichts. Nice, Alter. Solider Sieg hier. Tarnheli hat, glaube ich, nicht so viele Kills gemacht, aber hat halt gut Zeit herausgeholt. Okay, nice, Leute. 25-16 nochmal. Noch eine ganz coole Runde, auch mit einem lustigen Fail dabei, ey. Oi, oi, oi. Ich hoffe, das passiert mir nie wieder. Wie gesagt, Leute, also, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür das Video, falls ihr mehr davon sehen wollt. Von so einer Live-Session, mir hat es ultra viel Spaß gemacht. Eine Nuklear war dabei, lustige Szenen waren dabei. Ich glaube, für ja, jeden Geschmack war etwas dabei. Und ja, bewerten, kommentieren nicht vergessen, falls ihr Bock habt auf eine Autogrammkarte, auf die Chance
auf ein Meet and Greet mit mir und Carsten und mit dem Fabhaus. Könnt ihr im Klamottenshop vorbeischauen. Und ich wünsche euch frohe Weihnachten nochmal. Danke auf jeden Fall für alles, Leute, für dieses geile Jahr 2015. Aber ich werde sowieso noch ein Video hochladen, mindestens. Auf jeden Fall wahrscheinlich noch mehr. Sorry, Leute, dass übrigens die letzten Tage kein Video kam, aber ich habe versucht, noch ein anderes Video aufzunehmen. Aber ich bin einfach so ein kranker Perfektionist und wenn mir das selber nicht gefällt, dann lade ich es einfach lieber nicht hoch, anstatt einfach es hinzurotzen. Auch wenn ich einfach manchmal viel zu hohe Ansprüche an mich selber habe. Ihr würdet euch wahrscheinlich schon über ein in Anführungszeichen normales Video freuen. Aber so bin ich einfach normal. Und ja, nicht jeder ist perfekt. Ich versuche mich auch zu bessern. Und ja, also Leute, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich werde jetzt noch ein Codewort sagen. Und wenn ihr das in die Kommentare quasi schreibt, dann habt ihr das ganze Video geguckt. Und ich möchte mal sehen, wie viele von euch dieses Wort jetzt hier in die Kommentare schreiben. Und zwar, ihr schreibt rein. Antoschka, das ist die Verniedlichung für Anton im Russischen, also Antoschka, also Anto, S-C-H-K-A, Antoschka. Genau, das schreibt ihr rein, wenn ihr das ganze Video angeschaut habt. Also, haut da rein, bis zum nächsten Mal, Leute, und bye.